Alter, was sind das für Stimmen? Müssen ganz schnell raus. Wenn wir diese Augen in Minecraft finden, dann können wir nicht mehr wegschauen. Was passiert, wenn wir Lumpy in die Zeitmaschine werfen? Moment. Nein. Hallöchen und willkommen zum unheimlichsten Minecraft-Abenteuer, was ihr je gesehen habt. Mit mir, der Krankenschwester, dem Copper. Wir sind heute wieder im Krankenhaus und haben die SCP-Mod dabei. Sowas habt ihr garantiert noch nicht gesehen. Blutstein, wir hören Schreie und verlieren Organe. Der einsame Mann, wenn man ihn nervt, dann schreit er und besiegt einen. Eine Zeitmaschine in Minecraft und so vieles mehr. Ich will noch nicht zu viel verraten, das wird der absolute Wahnsinn. Seid ihr bereit für das ultimative Horrorabenteuer? Ich bin's nicht. Unser Lumpy ist auch dabei. Hallöchen. Gemeinsam werden wir diese Wesen bekämpfen. Kann ich nicht einfach ein Bild aufstellen? Hier. Der kann das machen. Ich will nicht wieder erschreckt werden. Das war schon letztes Mal so schlimm. Ab geht die Fahrt. Wir werden garantiert wieder sterben. Ich bin doch noch so jung. Das ist mit Abstand die beste Horror-Mod, die es gibt. Wo ist das erste Monster? Aha. Als erstes haben wir Monster 472. Der Blutstein. Ein Stein, der alle Lebewesen innerhalb kürzester Zeit vernichten kann. Richtig gefährlich. Da ist er. Ein Stein. Ein kleiner roter Stein. Als ob ich Angst vor einem Stein hab. Ja, Lumpy. Dein Ernst? Lumpy, du zuerst. Los, Lumpy. Hol den Stein. Komm schon. Blöder Köter. Mach. Wozu haben wir dich eigentlich? Jetzt hol ihn. Och Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wieso gehorcht er uns nie? Ich will da nicht reingehen. Wir können doch nicht unser Leben für Kekse riskieren. Okay, wenn wir uns dem Stein nähern, dann wird uns schwindlig. Angst und Paranoia. Das ist richtig abgefahren. Man wird verrückt, wenn man sich dem Stein nähert. Das soll alles sein? Das ist ja Kindergarten. Da kann ein Kieselstein mehr. Easy. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Was? Bitte was? Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott, oh mein Gott. Unser ganzer Bildschirm wird rot. Es wird immer schlimmer. Alter, habe ich mich erschrocken. Was sind das für Stimmen? Oh nein, ich sehe nichts mehr. Es ist so laut hier. Alter, das ist richtig übel. Müssen ganz schnell raus. Wir können uns nicht bewegen. Da. Alter, ich höre nichts mehr. Ich muss raus. Was? Wir haben Organe verloren? Das kann nicht dein Ernst sein. Als ob ich jetzt gestorben... Hallo? Ich bin nicht tot. Holt mich hier raus. Aber überlegt euch das mal. Damit kann man perfekt seine Freunde ärgern. Einfach den Stein unter die Base seines Freundes verstecken. Alleine die Reichweite. Es ist so laut. Niemand hört mich. Endlich kann ich laut sagen, dass ich alle im Krankenhaus hasse. Moment. Wir sind direkt beim ersten Monster gestorben. Wow. Als nächstes SCP-096. Der einsame Mann. Mega gefährlich. Da sitzt er ganz alleine. Wenn wir zu lange bei ihm sind, dann flippt er komplett aus und wird uns mit einem Schlag vernichten. Kein Problem. Ich bin die kranke Schwester. Mit solchen Leuten kenne ich mich aus. Er will einsam sein, deswegen habe ich ihn in einen Gruppenraum gesteckt. Du willst alleine sein? Kein Problem. Hier. Wie wäre es mit Lumpy? Willst du vielleicht mit meinem kleinen Würstchen spielen? Wenn es einem schlecht geht, dann hilft unser Lumpy. Mit dem kannst du spielen. Dann fühlst du dich nicht mehr alleine. Nein, der beißt nicht. Unseren Lumpy gibt es auch als Kuscheltier. Wenn man traurig ist, dann kann er einen helfen. Das ist der Beweis. Es funktioniert. Moment. Bitte was? Nein, ist das dein Ernst? Was hast du mit Lumpy gemacht? Das war mein Hund. Der hat dir nichts getan. Was ist dein Problem? Mann. Jetzt schrei doch nicht so. Nicht so laut. Diese Hautfarbe ist nicht gesund. Ich glaube, der geht nie raus. Der muss an die Sonne, an die frische Luft. Wie? Meine Hautfarbe ist auch nicht gesund. Was soll das denn heißen? Ich glaube, der hat Vitaminmangel oder so. Na toll. So viel zum einsamen Mann. Dann SCP-718. Das Monsterauge. Gefährliches Auge? Das will ich sehen. Gott, wie das schon wieder aussieht. Das ist ja widerlich. Ich sehe was du nicht siehst. Und das ist... Moment.
Alter! Alter! Was ist das denn schon wieder? Komm schon, das ist richtig übel. Wenn wir diese Augen in Minecraft finden, dann können wir nicht mehr wegschauen. Wie krass ist das denn? Wir können nichts machen. Wir haben keine Chance. Wir können nirgendwo anders hinschauen. Ich kenne Leute, wenn ich sie sehe, dann muss ich wegschauen. Das ist so ätzend. Mir wird richtig schlecht dabei. Ich muss hier raus. Ich finde die Tür nicht mal. Das ist doch nicht mehr feierlich. Diese Möglichkeit. Ein Auge bei eurem Freund aufbauen? Er kann nicht sehen, wenn ihr bei ihm einbrechen solltet. So viel zum Auge. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Oh. Hallöchen. Bist du ein Ungeheuer? Du bist ungeheuerlich. Ungeheuerlich schön. Wollen wir gemeinsam Dias suchen? Natürlich habe ich ein Auge auf dich geworfen. Wow. Hier haben wir SCP-109, die unendliche Wasserquelle. Was Kleines? Wir haben einen Beutel mit unendlich viel Wasser. Das müssen wir testen. Gehen direkt raus. Hier haben wir ein Feld, ganz kurz gezeigt. Wir können Sachen zum Wachsen bringen, wie Knochenmehl, aber auch Gras und Blumen. Mehr kann das nicht. Es gibt nicht nur gefährliche Monster, sondern auch unnatürliche Items. Das Schlimmste, was dabei einem passieren kann, ist, dass man kurz den Angsteffekt bekommen. Wenn es ums Arbeiten geht, bekomme ich immer Angst. Ein kleines nützliches Item. Nicht so spektakulär. Können wir wenigstens draus trinken? Klappt das? Sekunde. Was? Ach nö. Nicht schon wieder. Moment. Was zum? Hä? Was ist denn jetzt los? Nein. Die Augen haben die NPCs übernommen? Okay, ich glaube, ich habe mir gerade in die Hose gemacht. Die Monster können Mobs einnehmen. Das geht viel zu weit. Ich will hier nicht mehr sein. Was ist hier passiert? Was zum Teufel? Das ist mega unheimlich. Dann als nächstes gehen wir direkt hoch. Viele Räume sind belegt. Vielleicht gibt es hier was Neues. Aha, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Hier hat jemand was an die Wand gemalt. Nein, wer war das? Was macht unser Dummibärchen hier? Hast du das an die Wand gemalt? Nein, der hat sogar Stifte in der Hand. Das hast du nicht getan. Wieso machst du sowas? Ich mal dich auch gleich an. Du kleiner Rotzlöffel. Weg mit dir. Hopp. Das kann nicht wahr sein. Spaß beiseite. Das ist SCP-1162. Das Loch in der Wand. Ich habe keine Ahnung, warum das existiert. Ich will es anfassen. Du greifst hinein, aber findest nichts. Das ist komisch. Wenn wir draufschlagen, dann wirbelt es unser Inventar durcheinander. Frisst unser Item, spuckt es aber wieder aus. Wahrscheinlich saugt es Items von Mitspielern ein. Das werden wir auf jeden Fall mal auf einem Server testen. Ach, das Loch ist keine Toilette? Das wusste ich nicht. Das hat mir keiner gesagt. Dann als nächstes sind wir in der Cafeteria. Ich habe irgendwie Hunger. Hallöchen. Hast du was zu essen für uns? Hier haben wir zwei SCPs. 294 und 261. Das sind zwei Automaten. Automaten, die es so nicht geben kann. Als erstes SCP-294. Kaffeemaschine. Dazu brauchen wir nur leere Flaschen oder Eimer. Rechtsklick und wir können alle Effekte und Flüssigkeiten bekommen. Natürlich ist das overpowered. Für Flüssigkeiten brauchen wir einen Eimer. Für Tränke eine Flasche. Moment. Was ist Säure? Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Hey Lumpi, willst du schwimmen? Was? Was zum? Bitte was? Nein Lumpi, du kannst da nicht schwimmen. Dein Ernst? Ist das dein... Wieso haben wir so einen doofen Köter? Lol. Der frisst sich durch alle Blöcke. Oh nein. Wir haben ein Problem. Ich glaube, das gibt Ärger. Das waren wir nicht. Ich sehe Grundstein. Mutprobe. Ich mache die Augen zu und das, was ich wähle, müssen wir trinken. 1, 2, 3. Zack. Okay. Mitgenommen. Direkt getrunken. Was ist es geworden? Langsamkeit. Na toll. Ich hatte schon mal bessere Ideen. Aber jetzt mal ehrlich. Nur Obernoobs würden sich einfach starke Tränke kostenlos holen. Jump Boost. Stärke, Unsichtbarkeit, Schnelligkeit. Alles meins. Ja. Lecker. Damit werden wir hoffentlich das nächste Monster bekämpfen können. Jetzt muss ich wieder aufs Klo. Kann ich nicht doch in das Loch machen? Ich bin die gigantische Monsterspritze. Ja. Habt ihr Angst? Was wollt ihr tun? Ihr könnt gar nichts. Aua. SCP-261, der Fressautomat, Stufe grün. Dieser Automat frisst Goldbarren. Wenn wir Goldbarren reinwerfen, dann bekommen wir per Zufall irgendwas zu essen. Da kann alles rauskommen, vielleicht sogar ein Keks. Karotte, dein Ernst? Das ist ja widerlich. Dafür sollte das Ding ein rotes Schild bekommen. Gib mir Essen, gib mir Essen. Ich will essen. Alles meins, immer mehr, mehr davon, mehr davon. Als nächstes haben wir die Zeitmaschine.
Tada! Das ist nur ein Teleporter, weil ich hier keinen Platz mehr hatte. Schaut euch mein kleines Spielzeug an. Eine Zeitmaschine in Minecraft. Mega spektakulär. Das schauen wir uns an. Wir nehmen ein paar Sachen mit. Rüstung, Werkzeug und Waffen. Wenn wir hier irgendwas reinlegen, zack, und den Knopf betätigen, ganz einfach, nur drücken, dann kurz warten. Damit können wir Items in die Vergangenheit schicken. Und das Item wird in seine Einzelteile zerlegt. Quasi das Rezept rückgängig gemacht. Wie awesome ist das denn? Egal, was wir hier reinwerfen, Werkzeuge oder Waffen in die Vergangenheit geschickt. Theoretisch können wir das Schwert in die Zukunft katapultieren. Dann wird's verzaubert. Aber irgendwie klappt das bei mir nicht. Moment, ich habe eine Idee. Kann ich mich selbst in die Vergangenheit schicken? Moment, ich habe eine Idee. Kann ich mich selbst in die Vergangenheit schicken? Warte. Was passiert, wenn wir Lumpy in die Zeitmaschine werfen? Hey, Lumpy. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Da wird nichts passieren. Du kannst mir vertrauen. Ich habe dir noch nie was angetan. So, okay. Ab dafür. Ab in die Vergangenheit. Zack. Gewartet. Das müsste funktioniert haben, oder? Hoffentlich ist es nicht Matsche. Moment. Ich glaube, es hat funktioniert. Nein. Hallöchen. Das ist ja mega niedlich. Hey, Lumpy. Lumpy ist klein geworden. Schaut euch mein kleines Würstchen an. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Keiner weiß, wo diese Zeitmaschine herkommt. Diese Zeitmaschine ist ultra komplex. Man darf sie nicht berühren, sonst könnte man sterben. Ich will es anfassen. Oh nö, nicht schon wieder. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Das sind längst nicht alle Monster. Schaut euch die letzte Folge an. Unendlich lange Treppe. Ein Raum, welcher uns auffressen und uns in Möbel verwandelt. Einfach auf den Bildschirm klicken. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das war eure gelbe kranke Schwester. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.